zu heiß, ehrlich. So, neue Location. Ach, hier ist noch böse Stacheldraht. Sie haben welche erlebt, auf jeden Fall. Nee. Geht's noch weiter? Eine kleine Schatztruhe. Ja, wollte gerade sagen, warum sind hier Betten? Geht unter hier. Oh, der hat eh gepennt, Mann. Die alte Filme. Guck mal, da hängt so ein richtiges Seil runter. Also egal, was wir machen, wir kommen immer wieder in die Hölle. Alter! Zum Schatten! Wo steht denn Rippetführung? Da. Das ist auch ganz neu. Ja. Wen haben wir denn heute? 13. Dann ist heute eine Führung. Ja. Deswegen ist wahrscheinlich auch das Tor offen. Ist wahrscheinlich auch das Tor offen. Weil das ist nämlich neu. Das lese ich nämlich diesmal zum ersten Mal. Das war beim letzten Mal nicht mit dran. Wo steht denn mit Kamera überwacht? Da. Guck mal. Oh. Dass, wenn wir jetzt hier hochspazieren und dann uns da welche entgegenkommen und der dann, der Führer, also der. Ich wollte gerade sagen, wenn der Führer. Der das dann führt. Na, wir hören euch zu. Wir haben uns verlaufen. Wir waren nicht schon die ganze Zeit unterwegs, wir haben euch gesucht, Mensch. So, neue Location, neuer Versuch, neues Glück. Dann wollen wir mal gucken. Ja. Ja, halten wir euch auf dem Laufenden. Genau. Die anderen sind schon drüben. Ich muss mal wieder kicken, dass ich hier wieder irgendwie rüberkomme. Mal sehen. Oh. Achtung, hier schön Stacheldraht. Boah, hier auch noch böse Stacheldraht. Ach, dass er mit einmal da rüber hoppt. Nein, ich hab bloß eine Hand frei, Mann. Also hier ist das Netz so richtig tot. Ja. Tot? Tot. So, und was ihr findet? Bis jetzt noch nicht. Also ich weiß nicht, was das Weiße da oben ist, aber das wird wahrscheinlich nicht spannend sein. Aus, dass es ein Fühler ist. Ja. Vielleicht von früher, aber noch. Also ich würde auch gerne die Straße hier entlang laufen wollen, um zu gucken, ob wir hier irgendwas finden. Zitter nicht. Du brauchst mal. Guck mal, hier hast du einen Strom hier. Ja. Aber es muss ja ein schön Areal gewesen sein, Alter, wenn hier so viel Strom ist. Oh, was reinlaufen in den Scheiß noch. Und hast du ein Netz? Nee, ne? Nee. Also ihr Netz ja, aber kein Internet so. Ich hab gar nicht hier. Kann ich mal gucken. Internet? Doch, ich hab LTE. Alter, ich hab nicht. Oder bei Balken ist LTE. Voll Balken. Da müssen wir mal weiter gucken, ne? Wir haben jetzt den Weg doch noch verlassen. Vielleicht geht hier irgendeine Leitung lang. Das kann sein, ja, dass wir irgendwas umgesperrt haben. Auf jeden Fall ist hier ein Wanderpfad. Ich wollte gerade sagen, hier laufen öfter mal welche lang. Guck mal, hier ist so ein Kabel. Oh, die Sonne ist so geil. Jetzt mal ein Tritt hoch. Ist nur noch ein Baum. Ja.
Ich würde hoch. Tja, hier ging es um den Hoch, haben sie zugemauert. Und wohin tretet, weil da ja, ist. Ja, so weit weg abhängen. Ja. Als wenn die runterkommt, Junge. Alter! Boah, Alter, das ist immer eine Treppe. Ja, weil da ist ein Vazierholz, ne? Ja. Liegt doch Zeitung drin. Ja. Was denn? Ich wollte das nur leichter machen. Ach, okay. Also. Okay. Na, da waren wir durchgegangen. Ja. Ach, guck mal, wir wollen jetzt auch noch weiter. Ja, die Treppe ist hinten rechts. Na, da hier scheint ja offen zu sein und da haben welche ordentlich. Sie haben welche erlebt auf jeden Fall. Hier hängt noch eine Socke. Der ganze Staub auf jeden Fall. Wieder zurück, oder? Jo. Aua, komm, stoßen! Volles Programm, Mann. Das ist nochmal sauber. Ja, aber gib mal, wie sauber die Scheiben sind. Vor allem kaum Spinnenweben. Na, hier werden auch keine Spinnen leben. So, wirklich, guck mal hier. Versuch, da kommt er gleich raus hier. Zwei! Oh oh. Oh, geh mal vor. Ich frage mich jetzt gerade, warum haben die das abgedeckt? Jetzt vor. Ja, ich stoße uns ja die Oma, Alter. Mal, das will ich ja jetzt sehen. Oh, die wackelt aber wie Sau. Ah, hier. Er war wieder hier gewesen. Ganz schön marode runtergehocht, der ganze Ding hier. Das ist ein Sport, Alter. Ja. Pass auf, wo ihr hintretet, ja? Habt ihr gehört? Ja, alles. Pass auf, wo ihr hintretet. Jo. Ja, da haben wir gerade unten runtergehockt. Ich frage mich ganz ehrlich, Alter, warum macht man hier oben? Das ist jetzt die dritte oder vierte Etage, ne? Die dritte Etage. Warum macht man denn hier oben bitte schon Sport? Ich sag mal, ja, okay, jetzt. Tja. Fußball, heben, Gewicht heben, Boxen. Diese Basketball. Gesundheit. Das ist der ganze Dreck hier. Gesundheit. Und da verstehe ich. Das verstehe ich auch im Prinzip von der Treppe hier. Also, das heißt, sie haben hier damals die Luke drin gehabt und dann haben sie die Luke einfach zugemacht und dann haben sie die Sport gemacht. Genau. Also, hier ganz einfach runtergehen ist nicht. Die war früher bestimmt auch nicht für die bessere. Vielleicht das auch noch mit dazu. Oben war dann eine Sporthalle. Sieht immer noch vom Bad aus, aber hier ist so etwa so ein bisschen ein Klos oben. Naja, aber überleg mal. Ja, stimmt.
Ja, okay, das geht hier aber nicht weit. Aber das könnten noch hier vielleicht dann irgendwie Umkleideräume oder so gewesen sein. Oh, da gibt's auch nochmal rum. Ui, ja, das war da reinsteigen. Das war aber auch ein Kohleraum oder so. Ah, okay. Oh, schön, dass man sich richtet. Und Verzeihung. Ja, heute ist Dominik nicht das Opfer, dann sondern du. Ja. Sonst, oh, sonst riecht es Dominik. Alter, Vorsicht hier, ja, stolpern. Bisschen Lampe. Bisschen Geld irgendwie. Das ist ein alter Stiefel. Mhm. Alter, was? Drehen wir die bis hier oben oder so. Genau. Rutsch mal. Ah, die Lampe ist geil. Ja. Das Ding ist ja wirklich krass, oder? Ja. Also bei der Lampe muss man schon wieder die Kamera rausholen, Alter. Das ist ja schon wieder so eine Sensation. Geht's noch weiter? Eine geile Schatztruhe. Was? Ja, aber du kommst ja nicht runter, Alter, das ist zu hoch. Und eine schöne Holztruhe, Alter. Ach so. Okay. Boah, geht's ja hier runter, geht's ja auch noch weiter. Wie kommt man hier runter? Ja, hier? Naja, da, ja, muss halt da aber eine angenehme Zeit geben, von da ranzukommen, oder? Das ist natürlich auch noch nicht. Aber da leuchtet doch ein Licht oben von hinten. Vielleicht von der anderen Seite? Okay, wir müssen hoch. Ja. Nee, das verstehe ich, weil da zu ist. Verstehe ich auch nicht. So, hier sind wir reingekommen. Ja, da haben sie doch schon was hingebaut. Ja, wollte ich gerade sagen, warum sind hier Betten? Ja, weil, guck mal, da ist ein Bett und da ist ein Bett. Ja. Und das ist auch das Bett. Das ist die Bette, ne? Ja, klar, guck mal, das ist ja eben das selbe. Da ist doch noch so eine Kühlung. Ja. Hä? Meinst du den Schwan? Wo gehst du da lang? Ich wollte mal gucken, ich hab das nicht. Ich Boah, Alter, die Sonne ist. Boah, voll in die Fresse, Leute, die Sonne. Ist das ein bisschen Klee? Nee, doch nicht. Nee, du könntest lassen. Ach, du Krass, warum stehen hier oben auf dem Dachboden Betten? Alter, hier hat doch keiner gefahren. Muss ja auch ein Tor gewesen sein. Hier war ein Tor, hier war noch ein Eingang gewesen, den du von außen gar nicht siehst. Da fehlt halt nur der Dach. Wisst ihr, was ich glaube? Wenn sie mal so Beton hier stellen muss, wa? Naja, der muss irgendwas für Jugendliche sein. Ich denke mal. Weil Jugendliche, also Kinder, die wie Erwachsene passen niemals in den Bett drin. Okay, du vielleicht immer nicht. Hier von aus. Aber du könntest auch den Kopf stoßen. Ja, kann jetzt schon. Sagen, Alter. Für mich ist das dann schon eng. Eng ist in dem Fall. Die Luft eigentlich mit drei Fingern sind doch da eingebaut, oder? Weil es sieht aus, als ob das zugegossen wäre. Mhm. Ja. Also, das ist eine Betonstelle quasi. Das, was die jetzt hier bei Tesla bauen. Das eine, was hier Beton ist. Was sie wohl jetzt denn hier auch immer zugebaut haben. Ja, nee, gehen wir bitte hier immer rüber. Dann stell dich mal hier drüben hin. Geht's da unten rum? Da geht es irgendwie weiter, ja. Oh. Hey, da kommst du nicht weiter. Oder kommst du da hinten weiter? Weiß ich nicht, wird geprüft. Hier kommst du rein. Guck mal da. Ja. Da kommst du weiter. Tschüss, René. Aber guck mal, er kommt da hinten wieder raus. Ja, theoretisch schon, aber normalerweise muss es auch hier drunter gehen. Alter! Was denn jetzt? Ich sage Schmetterlinge kickt mit viel Anleitung, da bewegst du das Ding nur noch. Schön brav. Hallo, hier ist nichts. Also geht's bloß rum, ja? Ja. Aber kick der mal den. Ja, Opa zu, ich mach, kick mal. Ja, da ist auch ein Eingang.
den einfach mal weggeschaut. Ja, das ist der Raum, wo wir wieder rumgegangen sind. René ist ja hochgegangen und wir sind wieder rumgegangen. Ja, ja, genau. Also das ist der Raum, wo wir rumgegangen sind. Das ist die Tür. Genau, dann sind die den Eingänge dazu. Ich will nicht in die Vogelscheiße reinfassen. Ich versuche uns noch mal unser Glück. Ich will da unbedingt runter. Aua. Das Komische ist, aua. Komischerweise nirgendwo liegt Holz. Aber da, wo es runtergehen, da sind wir noch ein Brenner. Ja, das stimmt allerdings. Ja. Oder morgen frei, wo du sagst. Nimm mal dein Täschchen vielleicht mit. Stell dir mal an der Kante, dass du mitnehmen kannst. Weil nachher kommen wir wirklich unten irgendwo raus. Das glaube ich nicht. Also ich bin der festen Überzeugung, du kommst nur nach der Bühne. Ich bin der Meinung, du kommst nur wieder dran. Leck mich, Alter, komm runter. Ich sag doch. Geht's da richtig? Alles klar. Ich lasse den Rucksack erstmal hier, kann ich da runtergehen. Denk daran, du musst leichter sein. Ja, jetzt bist du auch mal dran mit deiner Fresse leuchten. Ey. Robert, du musst nimmer ab, bitte. Achso, was denn? 1, 2, 3. So, Dominik, und los. Der Jüngste wieder. Na ja. Und juh! Alter! Ich sag es ja, Alter, wenn wir nicht mehr hochkommen sollten, definitiv Dominik kommt hoch. Ja. Ach, jetzt ziehen wir einfach hier drin und dann zieh ich hoch. Ich kreich so weiter. Alter, jetzt guck doch mal da hin jetzt. Alter Schwede. Alter, das geht hier richtig weit. Oh, alter Schwede. Alter, Robert. Ja? Komm mal bitte mit der Kamera. Komm mal bitte mit der Kamera. Ich wollte mal einmal rein, bevor du die sehen hast. Oh, und rum. Und rum, weiter rum. Alter! Alter, der hat eh gepennt, Mann. Krass. Ja, du, ich sag mal, hier unten ist ja. Ja, hier kiemen schön. Alter, ach, Feuerlöscher. Alter. Mann, der hat so ja einen Tisch gehabt, alles hier. Ja, guck mal, hier sind da, guck mal, hier alte Filme. Ach, weißt du, komm mal kurz her. Weißt du, für was diese Strippe ist? Diese Strippe ist dafür, dass du dich da festhalten kannst, da hochtreten kannst und dann darüber hängen kannst. Ja. Fick dich. Ist ja hart, Alter. Man kann wahrscheinlich auch außen probieren. Stimmt. Aber mal jetzt, nee, was sind das hier? Das ist ja wie ein Bunker. Ja, also, da würde ich nicht mehr probieren. Ja, ich auch. Nee. Aber was ist das da? Weiß ich nicht. Ahnung. Ich kann es dir nicht sagen, was das mal war. Aber also wie und? Also ich fühle mich jetzt gerade, als wäre ich irgendwo im Bunker wäre. Ja. Ja. Oh. Oder wir müssen so ein Testhäuschen machen. Okay. Ich bin ja leicht weglos. Nee, der ist völlig geisteskrank, ne? Geht doch rüber, oder? Aber nö. Nee, ich meine, aber hier Moment. Für die Feuerwehr gibt es auch so eine Häuser, wo du ach so einen Parcours laufen musst. Aber Moment. Ja. Ja? Da ist die Mauer. Ja. Da musst du ja irgendwie hinkommen. Oh, guck mal, da ist offen, da ist eine Tür. Ja, ja, da ist offen, da ist eine Tür, aber da ist die Mauer. Ja. Na, wann? Da musst du irgendwie hinkommen. Ja. Wir haben ja irgendwann gar nicht gesagt, wo wir überhaupt sind. Wie hieß denn das überhaupt, wo wir hier sind? Nee, ich meine, das war das nicht irgendwie so ein Übungsgelände? Ja, hier ist es, glaube ich, eine gute Bierflasche, also du musst runterkommen. Ja. Aber ich gehe davon aus, dass das jetzt ein Test-Übungs-Dings war. Also, weil du hier so eine Nase. Hier, noch ein schöner alter Stiefel. Du musst hier dir quasi irgendwo durchhangeln. Ach, das ist die Seele. Und oben hast du einen Sportraum. Ja, kannst du. Das wird so ein Sport-Test-Übungs-Ding gewesen. Warte mal, Jungs, aber hier sind wir doch nicht. Achso, das war der andere Raum gewesen, genau, ne? Genau, richtig, ja. Hier ist noch Betonschweißbahn.
Alter, ich glaube, da wäre noch was in der Kiste drin. Ich würde mal nach. Okay. Siehst du, sag ich doch, hier, anstatt hier rüber zu klettern, brauchst du bloß rumlaufen. Schon sind wir auf der anderen Seite. Das ist der gleiche, ne? Das ist spiegelt. Mhm. Das Problem ist, muss man. Man könnte ja irgendwie runterziehen, aber was ist denn, wenn man nicht mehr hochkommt? Das ist die Frage. Dann haben wir ein Riesenproblem. Also so können wir nicht gehen, ja. Guck mal hier noch, also Dosenfutter. Hä? Weil, was mir jetzt komisch ist, dass alle Wände schwarz sind. Also hier muss hier richtig dunkel gewesen sein. Ja. Ja, aber ist das schwarz oder ist das Ruß? Das ist mit Absicht. Sieht aber aus wie Kohle oder sowas, oder? Hm. Dominik ist weg. Na, huhu. Oh, wie kommst du wieder raus, Wasser? Ja, das ist das gleiche wie da drüben, das ist alles hier spiegelt. Ha, bin ich mir den Sack getroffen. Kann ich euch das mal nämlich kurz zeigen? Also hier geht das übelst nur weiter, ne? Aber, also da werden wir vielleicht nochmal drin gucken. Moment. Ja. Hier. Geht ja auch noch weiter. Jetzt werden wir durch das Loch da zurückbauen. Ein Feuerwehrübungshäuschen wahrscheinlich. Oder Militärübungshäuschen. Das einfach nur. Dass die üben in extremen Situationen, wo sie sich gar nicht auskennen, wo es dunkel ist, klarzukommen. Ja. Wer weiß, wie viele hier schon Löcher runtergefallen sind. Aber was ist denn, guck mal hier. Komm mal. Guck mal, das liegt hier die ganze Zeit auf dem Boden, liegen hier so komische Styroporplätze, also hier ganz weiche Steine. Guck mal da oben. Mhm. Was ist das? Keine Ahnung, kann ich da drüben auch gesehen. Ja, hier oben. Deswegen sind nämlich diese komischen Nieten hier oben in der Decke hier mal drin. Ja. Die Decken waren mal richtig weit runtergehangen. Guck mal, wie weit das nach unten geht. Mhm. Dämmung. Wissen Sie, Alter. Ich hab gar keinen Plan. Deswegen, die ganze Decke ist komplett voll mit dieser Haare. Also ich hab gar keinen Plan, weil das selten ist. Also wenn ihr eine Ahnung habt, dann sagt es uns, ganz ehrlich. Ich verstehe das nicht. Kommentare. Ja, ich such das mal raus, wenn ich jetzt habe, wo wir sind. Also was für ein Gebäude das sein soll. Das soll irgendein Übungsgebäude oder Testgebäude oder sowas sein. Der schwarze Raum. Hinter der Wand hier. Ja. Das müssen wir, da müssen wir raus und auf der anderen Seite gehen. Und wenn ihr euch jetzt fragt, warum da sind und Freunde oder wo steht, dann müsst ihr da einfach mal hochgehen. Und dann seht da richtig geile Mopes angucken. Ich wollte gerade sagen, seht da viele, viele spannende Sachen. Und ich kann euch hin und her, weil nämlich am, wann war das? 13.8. 13.8. ist ein Simson-Treffen. Solltet ihr euch alles vormerken. Vierte Sommerfest, wir sind dabei. Genau, wir sind auch dabei. Hier da wird's hier drin, ich muss pinkeln. Hier sind die Filmer und Fotografen und. Ach, das weiß ich nicht alles. Genau, da oben stand ich. Oh, mein Handy kommt gar nicht mehr. Okay. Ja, Mann. Der Travemi. Also, das sieht echt spooky aus. Also, wenn du weißt, was da drüber ist, ist es wirklich extrem spooky. Ich muss erstmal Pause machen, schön damit. Wow. Da sind wir wieder. Also Leute, ich sag euch, das ist richtig krass, wo wir sind. Wir wollten uns ja eigentlich was anderes angucken, aber das hat leider nicht so geklappt. Geh da. Ja, guck mal, da hängt so ein richtiges Seil runter. Da. Ja. Also richtig für Übungen und so ein Scheiß. Und hier war auch richtig die Decke runter. Ja, das war doch das. Oh, nee, warte mal. Nee, hier haben wir nicht geguckt. Hier haben wir nicht geguckt. Das war's, wo wir. Ach ja, wo oben mit dem Trainingsding war. Hier, ich sehe die, gar keine Lampe. Guck mal, da drüben geht's noch weiter. Ja. Ja. Wie gesagt, der war auch das ist die Bierflasche, die wir sehen, das da, ne? Genau. Ja. Ja, die hab ich gesehen. Krass. Was war das? Ich hab keine Ahnung. Ja, ich weiß nicht, was das ist. Guck mal hier, die ganzen Wände. Das sind doch. Und die Decke. So eine komischen. Blechsteine. So Betonblechsteine. Also jetzt nicht hier Pornbeton, sondern so eine Art Glasfaser, Glasbeton. Hm.
Glas, Blei, Beton, Steine. So rum. Jetzt haben wir 3, 2, 1. Oh. Das ist eine Tür? Nee, das ist eine schräge, ne? Boah. Oh, Entschuldigung. Tut mir leid. Immer blöd. Immer blöd, umsonst. Warum nicht? Aber guck mal, hier ist irgendwo ein Boden eingelassen. Kommen wir hier rum? Nee. Gib mal, komm hin. Ja, du kommst von da so. Alter, wie weit geht denn das? Alter, das ist ein Labyrinth hier. Weißt du was? Das wird doch da hinten der Ausgang sein, oder nicht? Genau, da sind wir doch drin gekommen. Da sind wir nicht. Ja, okay. Hier? Hey, die geht ja noch nicht mehr gut, Alter. Echt? Naja, nee, noch nicht so weit, aber. Aber Alter, das geht ganz schön tief. Ja, Alter. Das haben sie zugeschippt. Du, ob das hier noch drunter geht? Vielleicht. Keller? Keller. Oder Bunker? Ja, ich hasse Keller wie die Pest, ne? Aber im Lost Place wäre es einfach geil. Warte kurz, ich pass kurz mal. Das ist eine Haarscheide, du kannst nicht loben, Junge. Wenn du bis zum sechsten Gang kommst, dann bin ich umgekommen. So. Ich werde mal für euch mal bei Google mal gucken, wie das heißt. Und dann sage ich euch nochmal Bescheid. Bis gleich. Der Staub. Staub und so. Ja, der geht ganz schön auf die Lunge. Ja, so, ich habe jetzt übrigens mal nachgeguckt, also das war, ist ein ehemals Versuchsobjekt oder eine Versuchsanlage. Was hier versucht wurde, ich habe keine Ahnung, aber da hinten steht schon wieder irgendwas mit Danger, Danger, Danger. Vielleicht finden wir das noch raus. Also hier sind auf jeden Fall jede Menge Gebäude, das war jetzt gerade mal nur eins. Wahrscheinlich machen wir daraus noch Part 1, 2, 3, 4 oder so, keine Ahnung, weil das Ding ist echt groß hier. Also, erstmal peace and out. Also da muss aber mit einem Kran gewesen sein, würde ich vermuten. Ja. Ah, das kann sein, ja, so ein Lastenaufzug. Ja. Stimmt. Aber guck mal, immer alles hat immer extra abgeschlossen. Also, das hat ja entweder was mit. Da so. Oh, was ist denn das? Abwasser oder Bunker? Abwasser. Abwasser, ja. Okay, nee, da wollen wir nicht rennen. Aber echt geil, das Wetter heute, ne? Oh ja. Aber ja, das wird so ein Wasseraufbereitungsding sein hier, ne? So, ja, so ein ja. Wasserbassin. Na, da mit die Gitter. Keine Ahnung. Und guck mal, da ist so ein komplett Gitter vor dem Fenster. Also nur für euch zur Info. Wir sind nicht da, wo wir eigentlich hin wollten. Aber ist auch cool. Schöner Pool. Wollte ich gerade sagen, das sieht bald aus wie ein Pool, wa? Ja, ja, könnte man denken, ja. Vielleicht wartet mal einer. Das kann sein. Aber ich will gerne in dem Ding darin. Weil da sind Gitter vor dem Fenster. Das ist eigentlich wieder so ein Lost Place, wo du wieder so eine Overnight mitmachen könntest. Wo du früh hinfährst, das ganze Ding irgendwie versuchst schon ein bisschen abzulaufen und dann halt den nächsten Tag nochmal und aber dafür die Nacht halt hier pennst. Ja. Weil ich sag mal, die Herfahrt ist dann doch schon ein bisschen heavy. Ah, scheiß Dorne zwischen den Beine. Ja, denke ich mir auch gerade. Warum rennt die Grenée hinterher? Oh! Ist offen oder zu? Ist offen. Warum jemand hier einfach so viel Tür? Würde ich auch sagen. Ja, das sieht ja schon wieder aus wie so ein Office. Wahrscheinlich deswegen wird die Gitter vor der Fenster. Die Tür ist wieder. Ja, Alter, ich bin mal gekommen. Ach, warst du nicht du? Nee. Okay. Ich weiß nicht. Und jetzt, was ist denn das? Kohle? Holz und Kohle, ja. Ja, hier war auf jeden Fall ein Schornstein mal. Aber ich hab das ja eine frische Kreuzchen, das ist ja noch nicht mal ein. Ja. Ja, hier steht doch eine Flasche Berliner Kirmes. Vorne. Ja, ne?
BSA. BSA scheint die Firma so Hackschnitzel und Holz und Baumfäller und so. Nee, du kannst ein bisschen rangehen, die Fahrzeuge stehen alle dahinter versteckt. Also ich würde aber sagen, wir gehen nicht weiter wie hier. Oh, gib mal hier dein. Oh, guck mal. Und das ist ja schon wieder scheiße für dir. Weil da geht der Keller runter. Scheiße. Dominik meint da. Bestimmt, die werden ja alle Kreislauf machen, oder? Naja, ich denke mal, die werden hier eher ihr Lager haben. Ja. Das werden die wahrscheinlich woanders machen und hier wird der Lüft. Rechts ist offen. Aber wirklich fahren lassen kann. Oder die. Boah, da die knallt die Sonne. Aber warum haben die denn hier so ein Netz oben drüber? Naja, diese Gitter. Ja, willst du mal das machen? Aber das scheint hier nicht weit zu gehen, oder? Ja, ich gehe ganz davon aus, dass die Gebäude früher schon alle standen. Und die im Nachhinein noch mal angebaut wurden, weil da war eine Tür drin. Ja. Ja, wie kommen wir denn in den Mitteltrakt drin? Da, wo die Gitter drin sind. Ja, müssen wir hier oben gucken nochmal. Aber da wird es ja schon knapp. Hier bei dieser Schnitzelfirma, wa? Naja. Wir halten euch ja immer noch auf dem Laufenden. Naja, wollen wir gucken, wo weiter geht. Weiter? Ja, Werkstatthallen. Werkstatthallen? Also ich gehe von Panther Werkstatthallen oder irgendwo aus. Oder generell einfach nur Werkstatthallen. Weil du immer große Teile hast, die hier verbinden. Guck, fertig. Hm. Ach, was? Hä? Okay. Hm? Ich verstehe den ganzen Aufbau von dem ganzen Gelände irgendwie nicht. Ich sehe gerade viele von hier. Hier genauso. Das ist gut. Ja. Lager oder Musikwerkstatt. Und jetzt batsch, voll rein in der Fresse. Ja. Hier kann man nicht ruhig. Ich werde ja Fenster aufnehmen lassen. Ja, verdammt. Die haben ja Türen, die haben das drin gemacht. Da haben wir einfach mal durchgekommen. Scheiße. Kannst du mal gucken, ne? Ich bin hoch, deswegen halt gerade die Kamera angemacht. Oh, guck mal, wie rot das Wasser ist. Ich stehe wenigstens ein bisschen im Problem. Guck mal, wie rot das Wasser ist. Ja. Da ist so eine Stahltür. Ja, aber das ist durch das durch die Blätter. Das ist wirklich sehr mega rot. Ja, ne? Krank. Schade. Aber guck mal, hier ist sogar noch ein Lichtschalter, da ist sogar noch ein Kabel dran. Aha. Ey, was für Dominik. Ja, das ist deine Aufgabe, Dominik. Nee, nicht im nassen Keller. Nein, in der Schuhe, aber nein. Ich hab mir so weggeschmissen. Mann, hier zu Buddha. Ja. Aber ist ja nicht schlimm, das passiert im Alter. Ha? Alter. Alter, Verwalter. Also egal was wir machen, wir kommen immer wieder in die Hölle. Immer wieder in den schwarzen Raum. Alter, fuck. Tut mir leid, aber ich muss erstmal kurz ein bisschen schlucken. Ach, da kommst du da oben hin. Okay, gut. Mhm. Alter! Du Idiot! Alter! Hast du einen Schaden? Bist du bescheuert? Alter, Schwede! Alter, hol mir mal einen Kriegen kurz! Alter, bist du bekloppt? Ich hab ihn jetzt erschrocken, du Idiot! Ich hab ohne den Kanzler gerade schon. Alter, Schwede!
Timing so. Lecco mio, Junge. Und schön drauf, die Kamera da nicht. Aber volle Möge. Besser als beim letzten mit Dominik. Das war jetzt wirklich echt Zufall, dass ich den drauf hatte. Geil. Oh, ich glaube, der dann schwarz angesprüht wurde oder was? Nee, das ist so ein schwarzer Zeug. Mhm. Ah, das ist auch voll dick aufgetragen, wa? Mhm. Tatsache. Was macht das so denn gut? Als Dämmung, oder? Ja, Lärmschutz, wenn ihn erschreit. Vielleicht war wirklich so eine Art Übungskeller hier. Hat er deine Lampe? Oh, was heil, Mensch, tut mir leid. Ja, mein Gott. Immer frisch in der Schnauze. Gut. Ja. Krasse Scheiße. Naja. So. Hallo. Ey, in dem Dorf, cool. So, jetzt. Ja. Viel Spaß. Wir waren jetzt hier gerade schön ein bisschen, habt ihr ja gerade gesehen, kennt ihr ja selber. War ganz cool. Auf jeden Fall. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen und lasst mal einen Daumen da, genau. Abo da und ey, kriegt mal hier shoppen. Link in der Beschreibung unten drin. Genau. Ansonsten Kanal da. Altes Video da. Attacke. Und stopp, Moment, bevor er jetzt hier den Einspruch sagt, TikTok auch nicht vergessen, ne? Hat ja, er gerade nämlich TikTok nicht erwähnt. Ey, aber auch Instagram, da sind wir ja, auch. Genau. Alle unten in der Videobeschreibung drin. Genau. Übrigens, TikTok habe ich noch gar nicht in der Videobeschreibung drin, jetzt muss ich die ganze Zeit machen wollte. Dann los. Wir sind out, wir sehen uns. Habt euch lieb. Tschüss. Ciao.